Ich hab's noch gar nicht mit dem Vlog heute angestartet. Habt ihr Kameras hier im Lager? Ja, ne? Weil ich hab eine mit. Ja. Guten Morgen. Morgen. Und da sind sie. Sind wir dein Team oder ihr mein Team? Wie Blacker. Machen wir es heute? Blacker. Im angesagtesten Rental Store Berlins. Wieder mal gemietet. 25p. Boah, Mann, ist das kalt. Ich glaube, gefühlt. Was denkst du denn, was uns heute erwartet? Hast du eine Ahnung? Weil es ist ja immer ich hoffe, wir drehen in. Gefühlt minus 1 Grad hier in Berlin. Ich sitze vorne, na gut, naja. Ich mit meinen 28 Jahren habe es nun geschafft, dass ich jetzt einen Fahrer habe, der mich da fährt. Wie geil. Das Ding ist ja, ich bin noch nie mit Chris. Na, wir sind schon mal zusammen Auto gefahren, aber er saß noch nie am Lenkrad. Hast du Führerschein? Nee. Das ist geil. Du machst ja da irgendwas mit AV. Mhm. Was ist das nochmal? Ja, das ist. Ja? Das ist quasi. Darfst du mich verraten? Ah, nee, doch. Nee, ich überlege mir gerade was Kreatives, okay. Aber ich bin noch. Mann, das ist früh und so. Was ist los? Ja, stimmt. Wir haben da so einen kleinen Gast mit. Ach, da ist er ja. Der Knaller. Eine Dreierrunde heute und so. Wir haben ja schon mal für Michalski was gemacht. Da könnten wir mal kurz reingucken. Oh, Namen vergessen. Lena. Ja, Lena. Und neben mir steht hier der Boss. Hat natürlich die ganze Zeit am Handy zu tun, weil er hat Selbstschutz gemacht. Und er trägt nicht Shambhala. Nicht Shambhala. Boah, ja, da erinnere ich mich noch, da stand neben mir Lena und haben wir Handynummern getauscht und so weiter. Und die ja, Beziehung. Da war ich leider nicht dabei, da habe ich dabei sein lassen. Das stimmt, er lässt schon dabei sein, krass. Und jetzt hat er auch schon einen Fahrradjob. Auch. Bam, bam, bam. Sonne scheint, das ist schon mal gut. Hast du eine Sonnenbrille mit? Na klar. Welche jetzt? Was für eine? Marc Jacobs oder wie? Gucci nur. Gucci nur, ja gut. Ich habe heute eine Oakley mit, aber Polarized und zwar die Jury. Bam. Jedenfalls, wir sind auf der Berlin-Hamburg-Tour, weil wir machen so ein neues System, testen wir, das heißt Mitfahrgelegenheit. Das erste Pitstop hier im Block. Es geht raus in die Kälte, bei Minusgraden wird hier geblockt. Ich bin ja gespannt, wie überhaupt die Kameratechnik mitmacht. Drehen wir heute drin oder draußen diese ganze Sache, die wir da vorhaben? Da drin, drin. Alter. Okay. Naja, und jetzt gehen wir in den angesagtesten Laden der Stadt. In den McDonald's, das goldene M. Hier gibt es auch Frauenparkplätze, das finde ich ja blöd. Ich bin ja so ein bisschen Frauenhasser. Schön zu wissen. Hallo, was machen Sie heute noch? Ich fahre jetzt ja. Ach, Sie fahren einen Truck? Ja, nee. Hammer, weil wir sind mit einem kleinen Truck da. Aber wir gehen mal rein, was können Sie empfehlen? Ja, nicht da. Verstehe. Die Band ist zurück im Wagen. Das war ein ziemlich langer Aufenthalt in diesem Tank-Etablissement. Was haben wir denn gekauft? Also ich habe mir ein ganz leckeres Brötchen geholt von einer Frau, die ihre Gedanken lesen kann. Und zwar, ich habe Olive. Chris hat sich eine Gucci Sunglasses geholt. Und der Knaller ist einfach mal, Lisha hat sich eine Joy geholt. Mhm. Hammer. Du liest so was? Du liest so eine Magazine? Ja. Oder guckst du nur die Bilder an? Okay. Wegen, wer ist denn das? Wer ist denn so dein Idol? Niemand. Kim Kardashian? Niemand? Nee. Nicht jetzt irgendwie Frauen mit großen Posen? Nee. Nicht? Nee. Auch keine Typen mit Waschbrettbauch? Ja, schon. Ja, schon, ja. Was steht denn da so drin in diesem Joy-Dingensbums? Die wildesten Sexfantasien. Während hier Chris zu einem Telefon connected mit dem Wagen, beiße ich in ein super leckeres, trockenes Brötchen. Ich bin ja gespannt, was er als erstes anspielt, weil ich hatte gerade Tiesto mit Dingensbums hier. Das ist doch geil, oder? Das ist doch richtig de Pearl auch. Ja. Oh Gott. Englische Sprechgesang. Endlich. Baby. Das ist der Typ hier, der mal Drogen gedealt hat. Vorsicht. Die dealen doch alle. Ich bin ja gespannt, was jetzt passiert ist. Late Light Tap Off. Was heißt denn das schon wieder? Was hat denn das? Was die alle rappen? Egal, na gut, aber wir kommen jetzt. Ich habe das bloß gerade aufgeschnappt und musste das hier in meinen Blog einbauen. 1,4 Kilometer, dann sind wir da. Ich bin gespannt. Die wildesten Sexfantasien, Beauty-Blogger. So was liest du? So werden sie zur Shopping-Kette. Wir haben jemanden mit, der wilde Sexfantasien liest. Ja, das ist doch geil. Sehr gut. Witzig. Lisha hat ja ein bisschen geschlafen. Wir haben dich heimlich geshootet. Oh, nee. Natürlich. Wir haben auf Facebook hochgeladen, 99 Likes. Das ist der Knaller. Ja, das war so das Highlight auf der Fahrt, wie Lisha da schläft und sich im Schlaf irgendwie auszieht. Aber das haben wir nicht auf der Kamera. Gut.